Der Thronsaal ist mal wieder geöffnet, also tretet ein, meine liebsten Untertaninnen und Untertanen, würde ich fast sagen, aber das wäre schon ein wenig herabblickend. Deshalb revidiere ich das einfach mal und sage, meine liebsten Freunde, seid willkommen, ich umarme euch und schenke euch allen ein nettes, leckeres Zwiebelgebäck und dann wollen wir auch gemeinsam weitermachen und zwar hier und jetzt in Folge, Moment mal, Folge 170 mittlerweile schon, das ist ja unfassbar, 170, meine Güte, das ist natürlich eine bedeutungsträchtige Zahl, das denkt auch mein lieber Jerome, denn die Zahl 170, man muss ja überlegen, in der japanischen Zeitrechnung ist, glaube ich, um das Jahr 170 die erste namentlich bekannte Herrscherin gekrönt oder nee, geboren worden, ja, die gute Himiko. Die hat ja über das Land, das mythische Land Yamatai geherrscht damals. Und jetzt sind wir hier Herrscher über Moonburg, beziehungsweise stellvertretende Herrscher, weil der König ja immer noch, ja, das Blut des Helden in sich trägt. Aber trotzdem habe ich jetzt einfach mal seinen Job übernommen und die Leute hier zur Audienz gebeten. Und die warten hier mindestens schon einen ganzen Tag. Deshalb sage ich einfach mal, weg hier! So, und weiter geht's hier bei Donnergottesbillesu. Packe ich nicht hier durch Karaponoshima. Und heute, in dieser Folge, in dieser 170. Folge natürlich mit dem, was ich versprochen habe, einer weiteren kleinen Tour durch Moonburg. Denn jetzt, wo das Land befriedet wurde, können wir erstmal noch einen Knaller abschießen. So. Wollen wir uns das nochmal angucken. Zack. Und auch am Tage sieht das natürlich wunderschön aus. Und ich möchte jetzt auch einmal den Blick auf die Karte werfen. Denn hier müssen wir noch einmal vielleicht lang rappeln. Und hier unten sowieso. Das haben wir auch noch nicht abgeschritten. Und hier sind bestimmt auch noch Geheimnisse zu finden. Hier in diesem Gebirgsmassiv womöglich sogar. Und wer weiß, vielleicht auch noch auf dem offenen Meer. Hier, mal gucken. Ach, guck mal. Da ist ja auch die alte Troller, ne? Die wollte noch ein Eisenschwert. Haben wir denn eins? Oder habe ich das schon? Ich habe das, glaube ich, schon alles wieder verteilt, ne? Ich gucke noch mal kurz in der Waffenkammer. Und wenn nicht, dann basteln wir uns gleich einfach mal eins. Da haben wir noch eins. Guck mal. So, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass ich die alte Schreckschraube mitnehmen kann. Auf meine Insel. Deshalb, das sollte alles jetzt noch gemacht werden. Zack. Ich mache mal den Warp nach Moonpetta, würde ich sagen, oder? Ja, komm. Moonpetta! Und dort werden wir jetzt Milady was überreichen. Und ich finde gut, dass alle mitkommen. Wenn denn alle mitkommen und ich den Stab benutze, verwandeln sich tatsächlich alle. Auch nicht schlecht, oder? Guckt ihr das mal an. Genial. Aber ich kann nicht laufen, deshalb lasse ich es mal lieber. Zack. Aber ich natürlich eine starke Unterstützung dabei. Bin ich denn überhaupt auf dem richtigen Pfad? Nicht ganz. Erst einmal hier lang. Flätschen und da siehst du schon, da ist sie, die gute Dame. Da hast du dein Schwert. Oha. Ich red mal mit dir. Ah, ich bin hier und sammle auf dem Schlachtfeld nützliche Kriegsgeräte, Schwerter, Waffen und dergleichen. Das ist mein Lebensplan und davon lebe ich auch. Wenn du vielleicht... Ach so, 5 Stück willst du davon haben! Dafür kriegst du den Gold... Oh, guck. 5 Stück, meine Fresse. Muss ich gleich nochmal ein paar mehr holen. Die ist auch gierig, ne? Die olle Flunder. 5 Stück für 10 Gold. Da könnte mir doch schon mal 1 abnehmen. Und mir dafür 2 Gold geben. Wäre auch nicht schlecht. So. Ist hier denn schon... Nee, ne? Aber hier können wir lang gehen. Hier waren wir noch nicht. Kommt mal alle mit, meine lieben Leute. Bloß nicht hier irgendwo verschütt gehen. Ah! Hier herrscht aber stets der Tod, ne? Ich dachte, wir haben jetzt das Land in Frieden gehüllt und auch die Monster somit froh gestimmt, aber nein. Die hassen uns nach wie vor. Die hassen uns tatsächlich nach wie vor. Irgendwie traurig, aber was sollen wir machen? So, ich sammle noch ein paar Sachen mit ein. Denn wir wollen ja die Moonburg irgendwann auch nochmal fleißig weiterbauen. Deshalb können wir jetzt auch nochmal ein paar Sachen mitnehmen. Ach, hier sind wir jetzt bei der Basis angekommen. Da können wir jetzt auch nochmal... Ach nee, das war Quatsch. Die Brücke.
Mir fehlt hier aber auch tatsächlich die Orientierung. Muss ich ganz offen eingestehen. So, da ist das Bilderrätsel gewesen. Da wollen wir gleich nochmal hin. Machen wir doch direkt. Jetzt mal, ne? Ah, jetzt rasseln wir direkt in den Blizzard auf, glaube ich. Der müsste irgendwo hier oben bei dem Hammerkameraden anfangen. Oh ja! Hier die Transformation! Kommt schon! Nein, 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 nein! Nein! Jawohl! Genau das wollten wir. Kann ich eigentlich angreifen? Nee, ne? Kann ich eigentlich kämpfen? Ich dachte, ich kann dir so einen leckeren Zungenschlag machen, aber nein! Nichts dergleichen wird uns erlaubt. Oha! Hier friert uns doch klar das Genick ein! Oha, 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 guck mal. Und da die Schlabberzungen rausgestreckt zu halten, ich weiß gar nicht, ob das so gesund ist. Selbst für so ein Yeti könnte das gefährliche Erfrierung zufolge haben. Es sei denn, die haben ganz heiße Zungen. So wird es wahrscheinlich sein, ne? Ganz heiße Leckfleischapparate. Keine Ahnung, nein. Warte mal, bin ich überhaupt richtig? Nee, Quatsch. Hier ist doch das Bilderrätsel irgendwo gewesen. Meine Güte. Ach, da oben. Ach, hier. Da oben. Als du ein Jedi hier hochzukommen, ist auch nicht so leicht. Deshalb würde ich sagen, wir machen es einfach mal so. Ist auch gleich viel leichter. Und dem guten Hoho wird wahrscheinlich der Rotz im Barte festfrieren. Aber da können wir jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Bin auch fies, ne, dass ich jetzt alle mitschleppe. Ach, da vorne ist irgendwas abgebrannt. Da müssen wir auch gleich nochmal gucken. Jetzt schauen wir aber erstmal hier nochmal vorbei. Was haben wir denn dort? Wieder so ein Schneerätsel. Was nicht allzu schwer zu durchschauen ist. So. Mito, du stehst da nicht sehr glücklich, muss ich sagen. Geh mal weg da. Mito, was machst du da? So, warte mal, ich muss mal gucken. Ah! Ho, ho, nicht im Schnee stehen! Du machst alles kaputt! So, also. Hier fängt er schon an. Immer zwei Abstand, warte mal. Ich blicke ja gerade gar nicht mehr durch. Nee, muss das genauso? Das muss genauso aussehen, ne? Dann war das doch falsch gerade. Ach so, dann muss es hier. Ah! Okay. Sorry. So. War's das schon? Muss nur noch unten zuschneiden. Was aber ein Problem wird. Oder? Quatsch, nee. Ach. In der Mitte, das... Oh, verdammt. Ich tu mein selbiges dazu, hier alles gerade zu ruinieren. Ich bin einfach eine Stufe zu bescheuert für das ganze Rätsel. Jetzt gucken wir es mal von oben an. Da ist in der Mitte ist ein Kreuz drin, das muss genauso aussehen. Okay. Ergo. So, ne? Ist es das? Das dürfte es sein, das muss jetzt nur zugeschneit werden, aber da unten, die rappeln da einfach immer sich einen ab. Ich vergleiche noch einmal. Ja, jetzt kommt mal alle weg hier, kommt mal alle weg, kommt. So, jetzt müssen wir eigentlich nur warten. Ich hoffe natürlich, das Rechte war das Richtige.
Ja, aber ich glaube, sonst hätten wir... Beim anderen hätten wir wahrscheinlich gar nichts dran machen können. Sonst hätten wir es ja direkt zerstört. Ja, warten wir jetzt so lange? Wir freuen uns einfach mal zusammen. Lachen ist ja bekanntlich gesund. Hat zwar jemand einen Witz erzählt, aber ist trotzdem egal. Ich laufe hier einfach noch mal ein bisschen im Karree. Na, komm schon. Ja, da fehlt nur noch hier ein Stückchen. Da und dort. Ja, und jetzt hier und dort vorne noch. Es ist wirklich äußerst spannend. Nur ich will das jetzt einfach mal abhaken, damit wir nicht immer hin und her laufen müssen. Hier wird auch langsam alles fertig. Ah, guck mal. Jawohl. Wird doch langsam. Dort vorne, hier auch noch vielleicht. Na komm. Da schneit es doch durch. Mitte und unten links. Ich hoffe, dass dann auch alles richtig ist. Also, es ist die gleiche Form. Es muss nur überall gleichsam Schnee liegen. Ich glaube, das ist einfach das Rätsel Lösung. Auch wenn mir das echt ein komischer Mechanismus ist. Ah, nee, warte mal. Achso, hier, das muss weg. Nein! Nein! Putt, komm da weg! Ich hätte einfach nur draufstapfen sollen, aber dann wäre mir da auch irgend so ein Idiot noch mit draufgerasselt. Oh, ist das ätzend. Geh weg hier, komm, hau ab. Verzieh dich. Komm, wir essen erstmal eine kleine Backkartoffel. Die schieben wir uns noch zwischen die Kiemen. Boah, ist das schwerfällig. Ja, zwei Stück noch, dann haben wir's. Hoffentlich. Wir können ja derweil nochmal gucken. Wobei, ich pack mal die Sachen, die ich jetzt gerade wirklich überhaupt nicht brauche, pack ich mal weg. Flagge, ja, komm, die können wir erstmal behalten, glaube ich. Und das lassen wir erstmal. Meine wunderschöne Stimme, die wird die leere Insel erschrecken, beziehungsweise erstaunen und die Leute dort wirklich in eine glückliche Stimmung hüllen. Ich bin mal gespannt. Ich würde auch gerne lange von ihr abziehen, aber es dauert einfach alles zu lange. Das ist die Form von Rätseln, die ich eigentlich letztendlich hasse. Ich weiß nicht, kann ich nicht wirklich viel mit anfangen, aber... Das Spiel scheinbar schon. Da haben wir's. Guck mal, ein schneebedecktes Rätseldach. Finde ich auch wundervoll schön. Da lohnt sich ein zweiter Blick auch rauf. Jetzt aber. Boah, endlich. So, Dele. Das hätten wir. Oma kriegt auch noch ihren Senf ab. Hier müssen wir dann auf jeden Fall auch noch das nächste Rätsel machen. Da gehen wir gleich dann lang. Ich würde hier gerne nochmal über das Gebirge gucken, denn dort ist auch noch eine Kiste. Jawohl. Na, eine Frucht des Lebensbaumes vielleicht? Genau das ist es, was ich wollte. Hier brennt es. Der hat wahrscheinlich die Oma rumgezündelt, nehme ich an. Hat gleich jemanden ermordet dabei. So ein Mist. Gut, ich glaube, wir müssen in die Richtung, ne? Wobei, wisst ihr, wie wir das machen? Ach komm. Bevor wir hier gleich alle eingehen. Das ist viel besser, das Outfit. Für die Temperaturen. Jetzt aber. Moment, ich glaube, nach Süden müssen wir, ne? Ja. Drum gehen wir doch glatt hier entlang. Denn dort ist der eisige Frostturm. Dort, wo wir die Schwäche der Dämoneneinheit herausgefunden haben. Jetzt gehen wir noch einmal hier hin. Und hoffen genau, dass der Blizzard endlich sich legt. Also, ich gehe nicht davon aus, dass wir hier tatsächlich... So, was ist jetzt los? Die Mucke geht aber ganz schön hier rund. Dass wir nicht alle Geheimnisse
Moonbrooks jetzt lüften werden. Dafür ist die Insel einfach zu groß. Aber ich hoffe natürlich, dass wir noch das eine oder andere Rätsel lösen können und vielleicht noch was mit auf unsere Insel nehmen können. Das ist zumindest meine Hoffnung und auch in gewisser Weise mein Anspruch für diese Folge. Für diese runde Folge. Ach, guck mal, da vorne war das nächste Rätsel. Dass er jetzt eigentlich schon gelöst sein müsste, weil es ja die ganze Zeit geschneit hat. Wir werden mal gucken. Und wie sieht's aus? Nee. Wir hätten warten müssen. Das Gesicht ist schon richtig gezeichnet, aber der Schnee fällt scheinbar nicht, wenn wir nicht da sind. Das Problem ist jetzt, was wir hier noch zusätzlich haben, dass wir hier so eine ganze Yeti-Bagage haben. Oha, das heißt also warten. Und schön, aber was wollen wir machen? Vielleicht ein paar Chimären besiegen. Ich habe auch noch keine so feurige blaue Fackel vernichtet, ne? Vielleicht auch nochmal machen. Hupsala. Kommt mal her hier. Schlinge. Kriegen wir euch so hin? Ah, nee, ne? Da brauchen wir wahrscheinlich wie im ersten Teil irgendwelche Feuermagie oder Feuerzauber. Vielleicht auch die Kracher? Funktionieren die? Nee, die funktionieren leider nicht. Das wäre also ein Selbstmordkommando, was wir hier starten gerade. So, kommt mal her. Aber bitte nicht runterfallen, liebe Leute. Ach, ist das wunderschön, dass wir jetzt warten müssen, dass der Puderschnee da unten die Schleimform auf den Boden projiziert. Oh, verdammt. Das Flammenschwert womöglich, hä? Ist das vielleicht die Möglichkeit, die wir haben? Habe ich ein Flammenschwert überhaupt? Ja, ich habe es im Inventar. Genau das ist es nämlich. Oh, und das haut richtig rein. So. Da fehlt noch ein bisschen was. Hier der linke Grinser und dann noch ein Stück vom Auge. Ihr seid aber frech. Komm mal her, hier. Kassiert noch ein paar Hiebe. Streichzart. Hau ich euch mein Flammenschwert durch die Schnude. Und jetzt müssen wir mal... Ach, bitte, komm. Jawohl, jawohl, hier noch ein Grinser. Eine Augenecke und hier unten noch so ein bisschen Latz von ihm. Warte mal. Die wachsen immer wieder nach, ne? Ich würde am liebsten reingehen, aber ich traue mich nicht. Die würden alles so gleich zertrampeln wieder. Wie lange dauert denn das? Sehr furchtbar. Da werde ich aber unzufrieden. Ganz schnell werde ich da unzufrieden. Die richtigen Stellen sind auf jeden Fall auf. Ach, okay, guck mal. Dort vorne noch? Ja. Gleich haben wir's. Jawohl! Komm schon, dort und dort oben noch. Nur noch zwei Stückchen. Jawohl. Genau das wollten wir. Perfektion. Das Bilderpuzzle ist abgeschlossen. Können wir alles kaputt machen wieder. So. Da können wir nämlich dann unserem Hammerältesten eine richtig große Freude noch machen. Nach unserer Rückkehr. Und von hier wollen wir doch gleich mal nach... Hier. Noch weiter nach Süden reisen. In das gelobte Land. Und da haben wir auch noch einiges freizulegen, wie ich da gerade sehe.
Hier gibt es noch unentdecktes Terrain. Ergo für uns natürlich zugleich ein Grund, hier nochmal lang zu fliegen, um die Karte auch freizulegen. So, Putt, jetzt hör mal auf, mich anzuquatschen. Mit deiner schönen Stimme. Da vorne. Ein weiteres Bilderrätsel. Aber hatte ich das nicht? Nee, hatte ich noch nicht gemacht, oder doch? Ach doch, das hatte ich doch schon, oder? Da habe ich mir doch schon die Medaille gegönnt. Guck mal, dieses Mito. Oh! Richtig schön, hier könnt ihr doch glatt wohnen. Ja, dann bleibt doch hier! Das ist meine leere Insel, Mito. Da kann ich gleich mal da bereit machen. So, hier gibt es mit Sicherheit auch noch das ein oder andere Geheimnis zu entdecken. Eine versteckte Kiste oder irgendwie sowas. So spannend. Oh, hier unten auch noch. Guck mal. Was ist das denn hier? Ah. Na. Da hat man dem Schleim seine Grinsefratze genommen. Das sieht aus wie so ein ausgekarfter Kürbis. Ah, wisst ihr, was wir jetzt machen? Haben wir nicht noch ein bisschen Schnee? Natürlich haben wir noch ein bisschen Schnee. Dem schenken wir sein freches Lachen wieder. Was? Das war sehr anspruchsvoll, muss man schon sagen. Aber es wird belohnt mit einem tollen Preis, eine weitere Medaille. Die wir natürlich sehr dankend annehmen. Jaha, genau, eine kleine Medaille für unseren kleinen, längst verstorbenen Geisterfreund. So. Ach, ist es herrlich hier. Wisst ihr, was ich auch gerne mal machen wollen würde jetzt? Den hier auswerfen. Den verlängerten Lulimatz hier mal reinhalten. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie es geht. Ah! Etwas Großes! Ich fühle mich gerade wie bei Entbindung. Komm schon. Lange drücken und jetzt. Nicht, dass ich jemand schon entbunden habe, aber ich kann mir vorstellen, dass es sich genauso anfühlt. Jetzt aber, du Drecksau, komm her. Komm her, du! Boah, meine Hand bricht gleich ab. Was ist das denn? Was haben wir da denn? Ein Shirakans! Ein riesengroßer, goldener, irgendetwas, Quastenflosser, Mutanten, Mega-Killerfisch. Ein lebendes Fossil, etwas, was man sonst eigentlich... Da kann man auch glatt mal sagen, da machen wir ein Foto von. Vor allem lohnt es sich mit dem Blick auf Hoho, der ganz weit entfernt ist. Nee, komm, Hoho, du hast kein Recht, mit aufs Foto zu kommen. Okay. Ach, reicht schon. Ich bin ganz genügsam. Komm rein mit mir. So. Das war cool, oder? Das hat Spaß gemacht. Auch wenn ich jetzt einfach nur eine riesengroße Schwiele am Daumen habe, ey. Meine Güte, vom ganzen Geklicke, Gedrücke und Gemache. Ich habe schon so schwache Bindehaut. Ich kann doch nicht so doll drücken. Das geht, das kommt überhaupt gar nicht in Frage. Hier gibt es mit Sicherheit noch irgendwelche tollen Objekte. Viele bunte Blumen, die ich natürlich nicht abreißen mag. Da oben von dem Bilderrätsel von zuvor. Vielleicht hier irgendwo in einem Höhlenvorsprung. Das scheint ja alles hier durchzecht mit diversen Höhlen zu sein. Kommt mal mit. Da müssen wir doch gleich mal einen Blick reinwerfen hier. Guckt euch das mal an. Schon cool. Hm.
Wir schauen einfach hier hinten nochmal. Da oben drauf waren wir auch noch nicht. Kommen wir da nicht hoch? Doch, ne? Komm schon. Vor allem für Hoho eine große Herausforderung, hier hochzuschwimmen. Komm schon. Nicht stürzen. Kodan, jetzt nicht stürzen. Sehr gut. Hier muss es doch noch was geben. Ganz oben auf der Spitze. Ich vermute noch ein letztes Geheimnis. Noch etwas zu lüften. Zudem, wir haben noch hier in diesem Teil irgendwo das Raupensofa gefunden. Da gibt es doch bestimmt noch ein letztes, nur so ein anderes Teil. Wir haben nur den Kopfbereich. Ich will noch hier Nacken-Hinterteil von der Raupe. Und all den Kram. All das will ich noch. Das ist bestimmt in diesem Teil hier. Wo soll es denn sonst sein? Ich sah mir nochmal ab kurz. Und jetzt werde ich hier meinen Argusblick nach unten werfen. Während ich das hier überfliege. Na? Hier vielleicht nochmal gucken? Ich weiß ja nicht. Da war das Bilderrätsel gewesen, da wird wohl nichts weiteres sein. Hier vielleicht irgendwo in einer Ritze oder Ecke verborgen. Es soll sich ja auch lohnen, hier überall mal vorbeigeguckt zu haben, oder? Nehme ich doch mal an, aber hier waren wir, glaube ich, auch schon. Nun gut. Dann brauchen wir hier tatsächlich nicht weiter zu suchen. Es sei denn bei der Festung, bei der Burg, bei der Schlossanlage. Da gucke ich auch noch einmal vorbei. Und es ist ja auch vielleicht für Hoho ganz schön, der war ja noch nicht hier gewesen. Der gute Jerome, war der hier? Ich glaube, der war da, genau, ne? Den hatten wir, glaube ich, mit dabei gehabt. So, ihr Lieben. Dann gehen wir noch ein paar Schritte weiter. Und schauen dort vorne nochmal nach. Hier vielleicht auf dem Felsen? Lohnt es sich vielleicht hier nochmal nach oben zu gucken? Ja, komm. Lohnt tut es sich auf alle Mal, wenn man da noch einen schönen Ausblick hat. Auf die Burganlage dort vorne. Die habe ich auf alle Fälle noch nicht genau durchsucht. Hier vielleicht bei dem... Na? Was haben wir denn da? Ein weiteres Bilderrätsel. Sollen wir mal ganz schnell lösen. Ach, wir sollen zum Gartenarbeiter werden. Gar kein Problem. Weg den Dreck. Nee, muss das eins... Nee, ne? Das muss doch nicht genauso aussehen, oder doch? Das ist kein Problem. Warte mal. Kann ich die Blumen... Nee, Gott sei Dank. Wollte gerade sagen, die kann ich nicht... umstoßen. Einfach irgendwie Blumen. Reicht das? Nee, es müssen die richtigen Blumen sein, nicht wahr? Ihr wollt weiße Blumen? Nee, ach guck mal, orange geht hier auch. Ach, das ist ein Muster, was fortgeführt wird. Dann wollt ihr jetzt weiße Blumen haben. Könnt ihr haben. Zack. Das war's noch nicht? Moment.
Fuck, jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Es ist immer pink, orange, weiß. 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 Pink. Ach, komm. Hammer raus, nicht putt. Putt nicht raus, putt rein. Also Sessel auch am besten rausholen. So, kommt mal her. Pink, orange, weiß. Pink, hoppala. Orange. Schöner, zitrischer Ton. Wundervolle Farbe. Weiß und pink. So. Haben wir's? Haben wir. Perfektion. Welch schöner Glanz. Und welch Glorie, dass wir es jetzt abgeschlossen haben. Jawohl. Kleine Medaille nehmen wir mit. Dann rasseln wir von hier auch gleich wieder ab. Und wollen jetzt noch ein letztes Mal hier oben gucken. Es wird auf jeden Fall nicht unser letzter Besuch hier sein. Wir werden auf jeden Fall noch einmal zurückkehren. Irgendwann später. Wenn wir Maß nehmen wollen, weil wir ja diese komplette Festung auch bei uns aufbauen wollen. Genau, das ist mein Plan. Aber ich meine, wir waren hier schon überall gewesen, oder? Ich glaube schon. Okay, wenn hier noch was ist, dann werden wir es später holen. Vielleicht oben auf der Mauer, da können wir vielleicht nochmal gucken, aber dann würde ich sagen, ziehen wir von ihr ab. Geben Oma noch die Schwerter und sind dann ganz glücklich. Komm. Einmal hier hochdrehen. Ja. Oh. Ah, verdammt. Fast nochmal richtig schön abgerasselt hier. Nein, 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 nein. Ah, das hat wehgetan. Wir machen das einfach ganz leicht. Noch einen Stützbalken hier gebaut und schon sind wir wieder oben. Hier gibt's doch bestimmt noch irgendeine kleine schöne Entdeckung, oder? Oben beim Baum? Womöglich? Schon wirklich sehr lieblich und mit viel Mühe errichtet. Haben wir natürlich allen Grund, das jetzt richtig schön kaputt zu machen. Hier ist der Hof dort unten. Hier noch ein Baum. Und sonst nichts scheinbar. Upsala, dann nochmal hoch. Upp. Und von hier zurück. Wobei. Hier, nee, da wird auch nichts mehr sein. Wir gehen nochmal ganz kurz hier zurück in die Basis, holen uns die Schwerter, geben die der Oma und sind dann hoffentlich glücklich, dass sie ihre Aufgabe erfüllt gekriegt hat und wir sie in Einsamkeit sterben lassen können. So. Ich hätte schwören können, dass wir hier einfach noch so ein bisschen Raupensofa-mäßig was kriegen. Wer lacht denn da wieder so immer? Irgendjemand verfällt da gerade nach Manie wieder. So. Es
reicht ja, wenn wir uns nach Mount Petter bringen lassen. Und von dort halt einfach den Fluss überqueren. Ihr die Schwerter in den Körper stecken, das Gold abziehen und dann weiter fahren, beziehungsweise die Folge ausklingen lassen, denn es war ja wirklich angekündigt, nur ein kleines Rendezvous mit Moonburg. Zack. Ah nein, Anessa, nicht mit mir. Erinnern wir an die Oma anreden. Oh. Ja, hier. Ja. Also hier, nimm das Gold. Willst du noch was von mir? So, als nächstes hätte ich gerne eine Waffe, die noch viel schärfer ist, die du das mir bringst. Was willst du denn noch von mir? Du bist doch echt liederlich. Was willst du? Ja. Ach, mein Jüngling, wie wär's? Genießt du den Krieg? Der Krieg ist zu Ende, Oma. Deine Lebensgrundlage ist weg. Ich bin hier, ich sammle Waffen auf diesem... Blablabla. Okay. Stahlschwerter, dann krieg ich noch... Oh, fuck. Okay, die Folge zieht sich leider noch ein paar Minuten, liebe Leute. Die letzte war auch kürzer, ne? Die letzte war kürzer, deshalb können wir 2-3 Minuten noch oben rauf kleistern. Auch wenn wir es jetzt wahrscheinlich eh nicht geschissen kriegen. Weil wir keinen... Wir haben nicht mehr genug Stahl. Wir haben aber noch Stahl verhüten. Mit dem Stahl verhüten hier, komm. Ja, komm. Ich hoffe, das reicht. Ja, noch ein bisschen. Komm schon. Es dauert doch so ewig, ne? Stahl ist echt sowas, da... Da reißt man nicht echt einen ab. Ich guck mal ganz kurz, wie viel wir brauchen. 5 Stück wollte sie wieder haben. Die spinnt doch. Und danach will sie noch seltenere Waffen haben. Kennen die doch, die alte Oma. 3 pro Schwert. Boah, ne. 15. Kriegen wir es überhaupt hin? 5, ja, das kriegen wir hin, aber trotzdem. Es dauert halt ewig, ne? Haben wir vielleicht noch... Ne, Quatsch. Haben wir noch ein Stahlschwert gehabt? Ist nochmal verteilt. Ich muss uns gleich mal gucken. So. 4. Hier nochmal. Sehr gut. Da hauen wir nochmal rein. Und bald brauchen wir auch unendlich Eisen. Dafür müssen wir dann die nächste Ressourceninsel angehen. Aber das wird sich lohnen, das verspreche ich euch. So, 3 Stück noch, jetzt kommt schon, ihr Öfen. Guck mal, hier machen wir noch ein bisschen was rein. Da wird geschaufelt bis zum geht nicht mehr. Ihr seht schon, ich giere schon nach jedem einzelnen Barren, der da rauskommt. So, komm. Machen wir hier noch ein bisschen Eisen. So. Wenn sie dann noch nicht genug hat, dann kriegt sie mein Flammenschwert aber in den Kopf hinein. Das sage ich euch. Wenigstens geht's schnell und wir müssen nicht weiter warten. So. Oh, das soll doch jetzt auch bitte der letzte Akt sein. Das kleine Öhmchen kann echt den Hals nicht voll genug kriegen, ne? Komm mal her. 5 Schwerter. Mann, was will sie denn machen damit? Der Krieg ist zu Ende. Oh, hier, nimm. Eigen Blatt vom Löwenbaum. Und jetzt? Ja. Damit habe ich genug Waffen gesammelt. Hä? Was? Was? Du fragst mich, was ich mit den Waffen machen will, die ich gesammelt habe? Nun, ich bin, ja, mach mir mal so viel Gedanken. Ich habe nur, mach mir zu viel Sorgen. Und wenn ich von Waffen umgeben bin, kann ich in Frieden schlafen. Und jetzt bin ich beruhigt. Komm mal her, du. Komm mal her, du. Oh, ich bin immer so ein Angsthase. Mit Waffen umgeben kann ich immer gut schlafen. Warum kann man die nicht mitnehmen?
So, nee, lass das Skelett nicht bekämpfen. Lass das für die Oma nach. So, liebe Leute, während ich mich wegwarpe, sage ich einfach mal, das war's mit dieser Folge. In der nächsten Folge geht's weiter und dann werden wir zurückkehren und gucken, was uns auf der leeren Insel wieder erwartet. Das wird ganz spannend werden. Und in dem Sinne sage ich mal, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.